Pascal Wehrlein muss sich gedulden. Im drittletzten Rennen der Saison wird der Mercedes-Fahrer lediglich Fünfter. Der Meistertitel wird also beim Saisonfinale in Hockenheim entschieden. Meine Konkurrenten jetzt müssen gewinnen, müssen aufs Podium fahren. Und mir will zum Beispiel auch schon ein fünfter oder vierter Platz reichen. Aber so ist nicht mein Charakter. Ich möchte Rennen gewinnen und am liebsten in Hockenheim so den Titel einfahren. Den Sieg auf dem Nürburgring krallt sich an diesem Sonntag Miguel Molina. A perfect day for us. Since the first lap in the warm-up to the last one in the race, the guys did a really, really good job yesterday night to repair the car from yesterday. That's also for them. Hinter Molina landen Paul Di Resta und Bruno Spengler auf den Plätzen 2 und 3. In der Gesamtwertung baut Wehrlein seinen Vorsprung um 10 Punkte aus. Mit 165 Punkten liegt er nun 37 Zähler vor Audi-Kontrahent Eduardo Mortara, der nach einer Kollision mit Timo Glock ausschied. Matthias Ekström, Dritter der Gesamtwertung, wird an diesem Sonntag Elfter.